Ein neues Experiment. Kann man mit einer Dampfpflanze, einem Pitcher und Mokka-Kaffee tatsächlich einen Mokka herstellen? Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Manchmal ist es auch richtig cool, wenn die Kollegen in Urlaub fahren. Die Katrin, die war jetzt in Griechenland auf Kreta und da hat sie mir von einer Story erzählt, dass sie in einem Restaurant waren und da hat dann der Barista sozusagen einen Mokka für sie zubereitet, mittels seiner Siebträgermaschine und nur der Dampfpflanze. Da fand ich natürlich hochspannend, ob das wohl funktioniert, ob das dann am Ende tatsächlich schmeckt. Also es soll also quasi so sein, dass man natürlich einen guten Mokka nimmt. Warum nicht den gleich von Lapuzia? Man entsprechend, sag ich mal, Mokka mahlt. Ich habe jetzt hier quasi vorher abgewogen, rund 20 Gramm an Kaffeebohnen. Die packe ich jetzt einfach in diesen handelsüblichen Pitcher. Dann kommt reichlich Zucker dazu, also je nach Geschmack natürlich. So sieht das jetzt aus. Und das werde ich jetzt quasi bis zur Tülle, bis zu dieser Tülle, wo die anfängt, letztendlich kaltes Wasser aufzufüllen. So, das soll genügen. So sieht das Ganze dann letztendlich jetzt aus. Das ist also ein Kaffee-Wasser-Zucker-Gemisch. Und das werde ich jetzt mal versuchen aufzuschäumen. Also wichtig, wie beim Milchschäumen eben auch, ich lasse also vorher auf jeden Fall erstmal das Wasser raus, sodass dann am Ende erstmal nur Dampf rauskommt, weil ich möchte das Getränk ja nicht jetzt mit Wasser verdünnen, sondern ich möchte es mit Dampf aufschäumen und richtig heiß machen und deswegen muss als allererstes mal das Wasser da raus. Jetzt nehme ich hier mein Gemisch und werde das mal versuchen jetzt aufzuschäumen. So, das hat jetzt natürlich in Summe ein wenig länger gedauert, weil ich will das Ganze ja so richtig zum Kochen bringen, richtig schön durchmengen, dass also Zucker und der Kaffee und das Wasser da eine Einheit letztendlich bilden und das muss ich eben halt richtig an Temperatur kriegen, also anders wie beim Milchschäumen will ich hier also mehr als 68 Grad haben natürlich, also ich will da so nah an den Siedepunkt gehen, wie es eben geht und jetzt werden wir mal gucken, wie das in der Tasse aussieht. So, wie man hier so sieht, ist das tatsächlich auch eine leichte Crema da drauf, die hier entstanden ist durch das Aufschäumen. Das ist auch richtig heiß, also man kann dieses Behältnis kaum anfassen, so heiß ist das. Hat sich alles schön homogenisiert, also der Kaffee, Zucker und eben das Wasser. Und jetzt werde ich das mal probieren. Hier in meiner Espresso-Tasse. Ich habe es ein bisschen stehen lassen, damit sich der Kaffeesatz so ein bisschen absetzen kann. Ja, sieht auch in der Tasse schon ganz lecker aus. Und klar, also je länger man das denn letztendlich stehen lässt, desto mehr setzt sich eben auch, sage ich mal, der Kaffeesatz ein bisschen ab. Also man muss eben halt damit rechnen, wenn man die Mokka-Zubereitung hat im Allgemeinen, dass man immer auch ein bisschen Kaffeesatz einfach so in der Tasse hat. Ich probiere es mal. Das ist cool. Das ist lecker. Das schmeckt nach Mokka. Ist ein richtig guter Mokka geworden. Ich bin begeistert. Das heißt also, wenn man seine Siebträgermaschine sowieso zu Hause am Laufen hat und man sagt, ich möchte zwischendurch einfach mal einen Mokka machen, ist das echt eine super Möglichkeit. Also ich nehme einfach frisch gemahlene Mokka, packe den in so einen Pitcher, werde das entsprechend einfach dann heiß machen mit dem Dampf und ich habe tatsächlich ein ganz tolles Mokka-Getränk, was ich einfach mit der Siebträgermaschine machen kann. Ich bin begeistert. Danke, Katrin.